Einen wunderschönen Tag wünsche ich. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Patrick. Es geht um verschiedene Themen, die ich heute ansprechen möchte. Es gibt auch kein Intro, soll auch nicht ein allzu langes Video werden. Es gibt einfach ein paar Themen, die mir momentan ein bisschen am Herzen liegen. Auch, dass ich das vielleicht mal loswerde, genau jetzt, wo eigentlich der Markt nicht genau weiß, was er will. Will er weiter nach unten? Will er wieder rauf? Alle diese Nachrichten um Regulatoren, um wie geht es weiter mit Bitcoin, sterben die Altcoins und. Was man halt überall so hört und liest und sieht in YouTube und Co., möchte ich einfach mal ein paar Sachen rauspicken und die ansprechen. Natürlich, es ist meine Sicht, ganz klar. Es ist auch nur eine von ganz vielen Sichten und deshalb ja immer ein bisschen, ja, nicht so ernst nehmen das Ganze. Es sind einfach meine Gedanken. Also als erstes geht es mal um die Sicherheit des Ledgers. Dann geht es um Krypto gegen Krypto. Also weshalb die ganze Krypto-Community nicht einmal zusammenhalten kann und gegeneinander arbeitet. Dann geht es um die ganzen News, die da verbreitet werden und die überall repostet werden, retweetet werden und so weiter. FUD und FOMO und das Ganze. Dann geht es um Theorien über Marktmanipulationen, wie es weitergehen soll mit Bitcoin und den Altcoins. Und zuletzt dann noch die Gerüchte, die da herumschwirren über institutionelles Geld und was das eigentlich mit den Regulatoren gemeinsam hat. Fangen wir mal an bei der Sicherheit des zum Beispiel jetzt Ledger Nano S oder des Ledger generell. Gibt es ja wieder ein Gerücht, also besser gesagt, es wurde ja auch bestätigt, dass das so ist, dass ein junger Mensch eine Sicherheitslücke aufgedeckt hat und die wurde aber bereits geschlossen vom Ledger, schon mit dem letzten Update, zu dem es ja ein Video von mir gibt. Dazu möchte ich Folgendes sagen: Es gibt keine Software, die sicher ist. Das gibt es nicht. Wenn euch irgendjemand erzählt, ein Hersteller, egal wer, er habe eine Lösung, die 100% sicher ist, dann ist das schlicht einfach Marketing. Ist jetzt mal nett ausgedrückt, denn das gibt es nicht. Sobald ihr irgendwas an einem Computer anschließen müsst oder mit dem Internet kommunizieren, dazu gehören natürlich alle Blockchains, die wir verwenden, wo unsere Coins und Tokens drauf gespeichert sind, dann kann das nicht zu 100% sicher sein. Das gibt es einfach nicht. Aber man muss natürlich auch immer ganz fairerweise sagen, ja, was heißt denn das, wenn man eine Schwachstelle hat? Man muss sich dann ganz genau anschauen, was braucht der Angreifer dazu, dass er überhaupt auf deine Daten eigentlich zugreifen kann. Wenn er zum Beispiel jetzt im Fall von Ledger das Gerät braucht, also physischen Zugriff haben muss auf das Gerät, plus Zugriff auf deinen Computer haben muss und dann noch den PIN vom Ledger auch wissen muss, ja, dann könnt ihr euch selber ausrechnen, das ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass dieser gehackt wird. Solche Sicherheitslücken, die wird es immer geben, ganz klar, denn wenn ihr vollen Zugriff auf alles, was ihr braucht, habt, dann kommt ihr natürlich auch irgendwie auf das Gerät und könnt das manipulieren, wenn ihr dann das Wissen dazu habt. Und das ist das Nächste. Es braucht auch sehr viel Wissen, viel tiefes Wissen, um sowas hacken zu können. Aber ich sage mal so, die ganzen Hardware-Wallets, das ist noch immer das Sicherste, was ihr machen könnt. Selbst Paper-Wallets sind nicht hundertprozentig sicher, denn irgendwie müsst ihr da ja auch einen privaten Public Key generieren und irgendwann muss der in der Blockchain auch aktiviert werden, sozusagen, oder bekannt gemacht werden. Also ihr braucht schlussendlich irgendwann immer eine Verbindung zum Computer, zum Internet, ohne geht es einfach nicht. Also hier nicht alles so heiß essen, wie es gekocht wird, sondern vielleicht immer ein bisschen schauen, okay, da gibt es Sicherheitslücken. Wichtig ist dann auch, wenn der Hersteller hingeht, wenn die Sicherheitslücke offensichtlich ist und einfach, wirklich einfach ist oder relativ einfach ist, dann sollte der Hersteller die natürlich schließen. Aber eben nochmals, 100% Sicherheit gibt es nicht. Gut. Dann kommen wir zum Thema Krypto gegen Krypto. Wir wollen ja alle, die hier ja, ich sag mal, investiert haben, wollen ja, dass die Kryptos, die Blockchain-Technologie und so weiter unser Leben verändern wird. Und zwar für uns natürlich auch im Positiven, hauptsächlich im Positiven.
alle die Vorteile, die es da gibt, eben, dass man kein Vertrauen mehr haben muss, wenn man irgendwo seine Werte dann hinterlegt, eben sei das irgendwie Geld oder irgendwelche Assets, dann ist natürlich die Blockchain ideal. Es braucht keine zentrale Stelle, der man vertrauen muss. Und wir wollen ja alle, dass die Kryptos weiterkommen und dass das quasi von den Menschen adaptiert wird, dass die auch das Ganze verwenden und wir somit dann auch als Early Adopter, frühe Investoren und so weiter etwas davon haben, weil wir tragen ja auch das Risiko. Wenn wir jetzt rein nur mal von der monetären Seite her schauen. Das Problem ist aber, solange wir uns gegenseitig bekriegen, also ich spreche da besonders irgendwelche Forks an, auch Bitcoin Cash und Bitcoin, dann Ethereum gegen EOS und weiß ich, was da alles gibt. Und solange wir bei uns in den Chats, in den Telegram immer sagen, nur Bitcoin ist das Wahre oder nur Ethereum oder Bitcoin ist doch zu langsam und veraltet und weiß ich was alles. Und wenn wir alles nur Hodler sind, das ist das Nächste, dann findet die Adaption nicht statt. Ganz einfach nicht, weil es ist zu viel Unsicherheit. Aber ist mir auch klar, das sind Menschen. Mir ist auch klar, dass es nie eine Einigkeit geben wird. Das hat verschiedene Gründe, es geht ganz klar nicht nur um Geld, sondern ganz klar auch viele sagen, diese Technologie ist besser als die andere, aus diversen Gründen. Aber Fakt ist nun mal auch, dass sich jede Technologie, solange es Entwickler dahinter hat und eine Community wird, das weiterentwickelt. Und da kann man nicht sagen, das ist veraltet und das bringt es nicht und so weiter. Aber hier möchte ich einfach auch mal aufrufen, dass man vielleicht einen Schritt zurück tut und dann vielleicht gerade jetzt in Zeiten, wo nicht viel los ist in diesem Markt, halt einfach sich auch Gedanken darüber macht, dass es hier nicht darum geht, was ist besser und was ist scheiße, sondern einfach, es geht um die Sache, es geht um Blockchain, es geht um Kryptos und da müssen wir alle zusammenhalten. Vielleicht nicht irgendwelche, ja, ich sag mal, Maximalistenstellungen einnehmen. Und da gibt es halt leider einige da draußen, also ich spreche jetzt nicht von meiner Community oder so, sondern es gibt halt viele da draußen, die nur die eine Sicht akzeptieren und alles andere nicht. Kommen wir zu einem Thema, so News zum Beispiel, wo ich immer wieder schmunzeln muss, wie viele Leute wissen eigentlich, was genau abgeht in dem Markt oder bei den Technologien. Da kommen immer wieder Aussagen und ja, wo man einfach schmunzeln muss und merken muss, ja okay, auch der hat die Weisheit mit Löffel gefressen. Es ist natürlich auch schwierig für mich, ich mache hier Videos, erkläre Dinge und ich bin bestimmt nicht eine Person, die alles weiß, denn das gibt es einfach nicht. Und ich weiß einfach, ich verbringe sehr viel Zeit, ich informiere mich sehr tief, aber auch ich weiß einfach nicht alles, ich kann nicht alles beantworten und es kann einfach niemand. Und gerade was den Markt angeht, da kann eigentlich gar niemand richtig sagen, was genau passiert, weshalb jetzt, sagen wir mal, nur schon die Kurse steigen oder fallen. Es gibt so viele News da draußen, man weiß von den News ja gar nicht, ja stimmen die überhaupt oder sind die nur erfunden, um den Preis zu manipulieren. Aber dann gibt es halt einfach Leute, die sagen, ja jetzt genau, wir haben diese News und deshalb ist jetzt zum Beispiel der Bitcoin-Preis gesunken, zum Beispiel Binance ist sowas. Ich glaube nicht, dass das Gerücht oder wenn es denn auch stimmen wird, wegen Japan und Binance so einen riesen Einfluss hat, zumal es ja auch dementiert worden ist und zumal Bitcoin vor dieser News runterging. Aber ich denke, wir Menschen, wir funktionieren nun mal so, wir brauchen für alles irgendeinen Grund oder irgendeinen Verantwortlichen oder irgendeiner muss schuld daran sein. Und das ist ja gerade auch ein bisschen das Problem bei der Blockchain, wenn sie wirklich zentral ist, wenn es eine echte Blockchain ist, wo man kein Vertrauen haben muss, niemand verantwortlich ist, es keinen Support gibt. Das ist die große Herausforderung für uns als Menschen und deshalb sehe ich da auch ein bisschen, ja, nicht ein Problem, aber einfach wirklich eine Herausforderung, eben, die wir meistern müssen, die wir auch in unserem Kopf halt umsetzen müssen, anders denken und uns einfach daran erinnern, welche riesen Vorteile das Ganze eben hat. Mit allen Nachteilen, die es natürlich dann auch mit sich bringt. Dann noch was zu den Newsportalen. Wie Cointelegraph und so, ich weiß, da gibt es viele News. Man muss einfach hier auch immer wieder vorsichtig sein. Auch diese Portale sind nicht wirklich unabhängig. Die haben irgendwelche Interessen, die haben Sponsoren.
Die haben Leute im Management, die vielleicht auch irgendwelche Interessen verfolgen. Und eben, es ist immer sehr, sehr schwierig, da zu sagen, ja, dass das eben wirklich eine unabhängige News sind, die wir da lesen. Also auch hier immer mehrere Quellen vergleichen, sich selber ein Bild machen. Am besten ist natürlich immer die Quelle, die Originalquelle dann auch zu bekommen, wobei das nicht immer einfach ist. Dann gibt es da die Gerüchte um institutionelle Investoren, Hedgefonds und so weiter, die in den Markt kommen. Die, ja, die halten sich nach wie vor hartnäckig und die sind da schon ein paar Monate alt. Schon letztes Jahr hat es geheißen, ja, jetzt kommen dann die großen Investoren und die großen Hedgefonds in den Markt rein. Aber bisher ist nicht wirklich was passiert in diese Richtung. Und ich denke, das hat nicht nur damit zu tun, dass es eben die Regulation noch nicht klar ist. Denn ich meine, wenn ihr ein paar Millionen in irgendwas investiert, was nicht reguliert ist, was gar nicht klar ist, ja, gibt es das dann noch, wenn die Regulatoren quasi fertig sind mit ihren Hausaufgaben? Kann es dann sein, dass quasi dieser ICO oder dieser Token oder dieser Coin oder was irgendwie verboten wird? Natürlich, mir ist schon klar, man kann das eigentlich nicht verbieten. Aber als Hedgefonds, wo Gelder verwaltet, zum Beispiel von Kunden, die können natürlich nichts, was illegal ist, machen. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass bevor wir nicht eine anständige Regulierung haben, wir hier einen großen Anstieg sehen. Denn auch wenn wir zum Beispiel sehen, wie Mike Novogratz und so weiter das Ganze macht, der hat einen Hedgefonds, der erzählt immer wieder von Krypto, wie viel das Wert haben wird in der Zukunft, hauptsächlich natürlich auch von Bitcoin und was er da investieren will. Aber die letzte News war ja dann auch, dass er irgendeine Bank eröffnen will im Kryptobereich. Und ich denke mal, das Geld, das ist gar nicht in Bitcoin und Co. geflossen, sondern das ist in das Projekt, diese Bank geflossen. Davon haben wir jetzt als Kryptonauten oder wie wir uns auch immer bezeichnen wollen, nicht wirklich viel gesehen. Und ich glaube, es gibt noch viele, auch hier Herausforderungen, die gemeistert werden müssen, bevor die großen Investoren dann reinkommen. Und wo die dann reinkommen, wo die dann investieren, das ist natürlich eine andere Sache. Die können natürlich auch den Markt schon vorgängig perfekt manipulieren zu ihren Gunsten. Das sind eben die schwachen Hände, die dann Angst haben, gerade jetzt in so Phasen, wo es immer seitwärts geht, dann ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Da verlieren viele irgendwann die Nerven und die Geduld und verkaufen. Und das ist natürlich genau das Perfekte, was die dann auch wollen und was dann ihnen auch zugute kommt. Hier muss man einfach immer ein bisschen, ja, sich selber halt auch treu sein und dann sagen, ja, okay, ich habe das investiert, ich lasse das zum Beispiel liegen oder ich mache was damit. Vielleicht seid ihr auch im Trading-Bereich, das ist natürlich der Kryptomarkt ideal momentan, hat sehr viel Bewegung, man kann sehr viel, sehr, sehr viel lernen, aber man kann natürlich auch viel Geld verlieren. Aber eben für alle anderen, ja, die können wirklich dann das Hodeln machen, wobei, wie eingangs erwähnt, Hodeln ist eigentlich nicht ideal für die Adaption. Besser ist, wenn man das immer ein bisschen auch verwendet, dann, wenn man irgendwo in einem Shop oder so wirklich mit Bitcoin und Co. zahlen muss. Man kann ja dann, wenn man damit bezahlt hat, das wieder mit Fiat dann Bitcoins kaufen zum Beispiel und so ein bisschen den Umlauf ankurbeln, auch die Adaption eben von dem Ganzen. Ja, dann Regulation. Regulation ist gut. Ich sag's, wie es ist. Ich weiß, es gibt viele Gegner und die sagen, das darf man nicht regulieren. Aber es kommt halt immer darauf an, wie reguliert man. Man kann es überregulieren. Wenn ich zum Beispiel schaue, dass in den USA irgendwie ein Gesetz von 19, weiß doch nicht, 49 oder 42 genommen wird, um etwas zu regulieren, was den neuesten Technologien entspricht, was ein Paradigmawechsel ist, dann muss ich sagen, sorry, nicht begriffen. Du kannst doch nicht ein uraltes Gesetz nehmen, um etwas, was ein kompletter Paradigmawechsel ist, zu regulieren. Das funktioniert einfach nicht. Da muss man eben so vorgehen, wie jetzt zum Beispiel, ich finde, die Schweiz macht das sehr gut, dass sie das eben auch individuell pro ICO dann auch anschauen. Mit den Leuten auch sprechen, wie könnte man das am besten regulieren. Aber ich denke, Regulierung ist auch wichtig, wenn wir wollen, dass dieser Markt akzeptiert wird, dass die Kryptos akzeptiert werden, dass eben auch die Blockchain, das Dezentrale und so weiter akzeptiert wird. Dann ist halt eben eine bestimmte Regulierung, um Sicherheit zu schaffen für die Massen, für die großen Investoren, ist das von mir aus gesehen eben auch wichtig.
So, jetzt habe ich viel geredet. Ich hoffe, es war informativ für euch. Lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da, wenn dem so ist. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt doch bitte auf den TOBG Discord-Server. Dann können wir uns dort gerne austauschen über diverse Themen. Es hat dort diverse Kanäle in dem Discord-Server drin zu den diversen Themen, wo wir uns eben dann auch gegenseitig informieren können, Fragen stellen können, Antworten erhalten und so weiter. Dann wünsche ich euch, macht es gut, bis dann und tschüss.